Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu This Land is My Land. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ich habe in meinem Hauptlager was gefunden. Ich habe nämlich doch so ein Gift. Das macht 100 Sekunden Nahrungsbetäubungsmittel. Gift muss auf Nahrungsmittel angewendet werden. Ist blöd, dass ich das in der letzten Folge nicht schon gefunden habe. Aber vielleicht können wir das im Inneren des Lagers irgendwie anwenden. Wir versuchen jetzt da mal reinzukommen, ohne dass wir gesehen werden. Ich hoffe, wir haben Glück und kriegen das hin. Das ist halt das Geile, dass der Speicherstand im Prinzip direkt hier neben dem Lager ist. Hier gibt es ganz viele Büffel. So, Leute. Wir versuchen unser Glück. Das Lager muss erst nachladen. Ja, es ist halt noch Early Access, ne? So. Okay, da ist es. Es ist schade, dass es immer nur einen Weg da rein gibt, ne? Dass man sich hier irgendwie nicht mal durchgraben kann oder ähnliches. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Aber wir kriegen das schon hin. Wichtig ist, dass die Typen uns dort nicht sehen. Hier weiß ich, dass einer ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier drin aussieht. Da steht ein Pferd. Da ist ein Typ. Ganz kurz, locke den Feind. Der will nicht. Du Blödmann, komm jetzt her. Okay, der will nicht. Hm. Da hinten ist noch einer. Ich habe, glaube ich, hier in dem Spielstand noch nicht freigeschalten, dass ich die Leute mit den Steinen K.O. schießen kann. Wartet mal ganz kurz. Gehe ich mal hier auf Jäger. Ne, wo war's? Krieger? Kundschafter? Hier. Das hier müsste ich freischalten. Aber das will ich eigentlich nicht. Das will ich eigentlich jetzt nicht. Wieso kommt der Typ nicht? Was ist mit ihm? Er hat keinen Bock. Das ist doof. Und wenn ich versuche, hier rechts rumzugehen. Hier vielleicht in das Gebäude. Der Typ sieht mich einfach nicht. So. Mach mal die Tür zu. Jetzt können wir das mal probieren. Wir machen hier die Feuerstelle aus. Löschen. Jetzt ist es gelöscht. Bestätigen. Gunpowder hinzufügen. Bestätigen. Okay. Und hier oben ist ein Typ. Den holen wir uns jetzt. Der steht ungünstig, Leute. Wir warten, bis der sich umdreht oder so. Ja, der raucht gerade. Wenn wir zweimal eine Rolle machen an dem ran, können wir probieren. Ich weiß nicht, ob das die anderen gerade mitgekickt haben. Schnell einschüchtern und hoffen, dass sie es nicht mitgekickt haben. Pedro Sombrero. Ach, ist das nicht der Typ, den wir ausschalten sollen? Ja! Eine spezielle Person. Das heißt, wir haben es geschafft, Leute. Abgeschlossen, genau. Geil, haben wir 3707 Sozialpunkte gekriegt. Jetzt will ich natürlich den Rest des Lagers auch noch plündern und abrennen. Wie auch immer. Oh. Kommt er jetzt her? Der pinkelt jetzt dorthin, die alte Sau. Guckt euch das an. Da ist schon eine Riesenpfütze. Guckt euch das an, so eine Drecksau. Na warte. Das hat ein Nachspiel.
I can be useful. So, schnell einschüchtern. Das klappt ganz, ganz gut, Leute, ha? Ich würde vielleicht trotzdem nochmal speichern, wenn wir einmal Christopher Zebra, wenn wir einmal die Aufgabe erledigt haben. So, ein Krieger wurde entlassen. Kurz hier reinschauen. Purple Coneflower. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir bestimmt noch. So, und jetzt ist hier auch so ein Topf. Und hier könnte ich jetzt auch das Essen vergiften, ne? Ne, hier kann man bloß Gunpowder reinhauen. Hier so eine Giftmahlzeit. Naja gut, die sparen wir uns jetzt mal auf fürs nächste Mal. Hier, das nehmen wir alles. East, was? Oh, das kann ich nicht lesen. Mako weg. Lieber Freund, auf der Reise hierher traf ich einen Mann namens... Das sind wieder neue Aufträge. Das ist ganz gut. Ja, cool, dass das jetzt doch so schnell ging, dass wir gleich einen richtigen an der Angel hatten, sag ich mal. Hier kann man überall Dinge plündern. Das sind halt ganz viele Gebäude, ne? Ja, das ist alles leer. Also öffne mal die Tür, schau mal kurz hier raus. Der Typ, den hat man schon. Der rennt einfach auch nicht weg. Der Vollidiot. Okay, ich mach's erstmal, wie ich es gesagt hatte. Wir machen erstmal die Türme klar. Ich will natürlich die Stadt hier niederbrennen. Der Weise hat sich breit genug gemacht. Jetzt ist Schluss damit. Wir wollen unser Land zurück. Ja, hier kann man ganz viel Zeug immer plündern. Spannend ist das. Jetzt ist wieder irgendwas überbevölkert. Aber schätz mal, wenn wir das hier niederbrennen, dann gehört uns wieder einiges an Land, was wir zurückerobert haben. Deswegen möchte ich auch, dass das brennt. So, hier ist der nächste Wachturm. Ja, der steht günstig. Please don't kill me. I can tell everything you want. General Speer heißt der junge Mann. So, was hat er? Nimm alles mit. Ah, das mit den Kanonen ist schon geil. Heute ist auch ein klarer Himmel, aber kein Mond zu sehen. Schade. So. Oh, jetzt wird es langsam richtig eng. Wir müssen mal unsere Krieger dann am Speicherpunkt, müssen wir die unbedingt Bärenfell schicken. Also, dass die welche jagen, damit wir Bärenfell haben, damit wir alle Lager erweitern können. Weil jetzt ist hier überall ist Überbevölkerung und das ist richtig schlecht. Wir brauchen unbedingt diesen Skill. Wartet mal, Häuptling. Welcher war das? Erhöht die Menge? Nee, das hier. Ermöglicht es Stammesangehörigen, Tiere zu jagen und seltene Tierteile zu finden. Bärklaw, Staxhorn, Boartusk, Buffalohorn. Genau diesen Dings brauchen wir. Aber da fehlen uns noch 3000 Sozialpunkte. Und wir sind jetzt schon überladen, Leute. Passt auf, ich mache das jetzt folgendermaßen. Wir gehen jetzt zu unserem Pferd. Und gehen speichern. Und dann weisen wir quasi die Leute an in unseren Lagern, dass die Bärenfell sich holen. Genau. Und dann können wir hier ein paar Lager erweitern. Das ist, glaube ich, gerade wichtig. Und dann machen wir hier noch den Rest klar und brennen die Hütte ab. Wir haben ja auch noch viel Zeit, Leute. Kann ich denn das Gunpowder prinzipiell, was wir hier in die eine Hütte gelegt haben, könnte ich das auch wieder rausnehmen? Probieren wir gleich mal. Wäre ja sonst Verschwendung. Der Typ da drüben steht immer noch wie angewurzelt da. Aktiv. Kann ich leider nicht rausnehmen.
Müssen wir bloß zusehen, dass wir hier schleunigst an den Typen vorbeikommen. Oh, der guckt gerade weg, sehr gut. Okay, auf geht's, Leute. Ach so, die Wache, war die noch da? Ja, wahrscheinlich, ne? Muss mal aufpassen. So, schnell speichern. Bevor wir noch gesehen werden. Ja, läuft doch ganz gut, oder? Was sagt ihr? Ach, immer das Gleiche mit diesem Gaul. Übrigens dieses Schnaufen, was ich mal in der ersten oder zweiten Folge hatte, das ist tatsächlich, wenn die Tiere hier nachts schlafen. Seht ihr das? Das schläft einfach nur, dieses Tier. Niedlich. Und hier auch. Im Prinzip könnte ich die jetzt eiskalt töten. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir brauchen momentan nicht so ein Fell. So. Und zwar erstmal speichern. Und dann auch mir Bärenfell, dann können wir das hier anordnen. Aufträge, das erstmal Auftrag abbrechen und dann zum Sammeln schicken. Schick am besten alle. Nimm von mir aus auch Pferde. Boarpelt war es, ne? Mist, ich muss noch mal gucken. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Boarpelt und Boarpelt. So, was brauchen wir hier, um das zu erweitern? Boarpelt, alles klar. Dann schicken wir die jetzt mal los hier. Sammeln. Alle Fünfe. Gruppe ausrüsten. Ja, sollte gehen. Ja, nehmt halt keine Pferde, ist mir eigentlich egal. So, Boarpelt. Wende. Und dieses Lager hier unten hatte ich auch schon einmal abgegradet. Dieses kleine. Hat dann quasi nur zwei Mann mehr bekommen. Aber wenn ich so ein Lager abgegradet habe, kann ich quasi von dort aus auch Leute losschicken, um Zeug zu sammeln. So. Sammeln. Ja. Achso, ne, wartet mal. Die hatten noch auch einen Auftrag. Mach nochmal zurück. Mach nochmal zurück. Aufträge. Auftrag abbrechen. Auftrag abbrechen. Jetzt. So, zwei Leute. Ach, die brauchen Bögen. Mist, wartet mal. Ich glaube, die brauchen dafür Bögen. Aber prinzipiell sind doch hier genug Bögen, ne? Ne, hier sind auch keine mehr. Wo haben wir denn noch Bögen, Leute? Inventar. Nee, nicht mein Inventar. Inventar der Stadt. Hier ist ein Bogen. Hier sind vier Bögen. Dann nehmen wir mal zwei Bögen davon. Stecken die jetzt hier rein. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber wir bekommen das hin. Hier legen wir auch die ganzen Waffen mal rein. Und das ganze Zeug. Okay, so. Die Stadt auswählen. Zum Sammeln schicken. Zwei Leute. Ihr dürft Pferde nehmen. Ihr habt nämlich genug. Gruppe ausrüsten. Entfernen, 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 entfernen. Ihr sollt euch Bögen nehmen. Und Pfeile bitte. Ah, hier ist so ein Stun Arrow. Guckt mal, die meinte ich. Ne, das sind aber auch nicht die. So. Da gibt es noch so richtige Betäubungspfeile. Sammeln Boarpelt. Hä, ich habe denen doch gerade Bögen gegeben. Was ist denn los mit euch? Warum klappt das denn jetzt nicht? Mein Gott. Das ist ein bisschen kompliziert. Na, ihr seht das schon. So, Gruppe ausrüsten. Nein. Zwei Leute entfernen. Krieger geben, Krieger geben. Das sind zwei Bögen. Mein Gott, nochmal. Ja, jetzt kommen, hau die ganzen Pfeile darin. Und jetzt
Bohrpelz, Sende, jetzt klappt's, alles klar. Nochmal speichern. Dann können wir nämlich die Kleinlager dann auch aufrüsten. Und hoffen, dass wir dann irgendwann die Sozialpunkte haben, dass wir die Krieger losschicken können, um Bärenfällen, Bärenkrallen zu holen und dieses andere Zeug. Komm, Pferdchen, mach keinen Quatsch jetzt hier. Oh, ey. So, wieder ranschleichen, genau. Wir müssen jetzt diesen einen Typen dort klar machen. Ja, der redet schon. Macht er jetzt Feuer an da drin? Das wäre ja geil. Nee, macht er nicht. I can be useful. I can be Emmanuel useful. Macron. So, haben wir nächsten ausgeschaltet. Geilo. Jetzt holen wir uns den Turm dort vorne links. Hier kurz gucken. Hier ist keiner, ne? Ja, der steht auch günstig, der Typ. I can be useful. I can tell you everything. My leader is there. Oh. Oh. Was ist hier los? Okay, den haben wir. Und somit werden es immer weniger. Da läuft noch einer. Und irgendwo ist hier ein Leader. Ja, wo sieht denn mich hier einer? Ach, da drin. Nehmen wir alles mit. Dann haben wir einen Bauplan gefunden. Das ist auch gut. Schickes Bild haben sie hier. Ja, nimm einfach alles. Oh, ich bin jetzt überladen. Ach, weil ich die blöden Bögen einstecken habe. Wieso das denn? Das ist ja bescheuert, Leute. Kriege ich denn mein Pferd? Kommt das hier rein? So was Doofes. Wir probieren es mal. Ich hab die komischen Bögen einstecken. Pferd rufen. Nee, das ist dumm. Kann ich... Ja, natürlich nicht hier drauf zugreifen. Scheiße, Leute. Dann packen wir die Knarre weg. Bin ich immer noch überladen? Ne, jetzt geht's wieder. So, und dann gehen wir mal hier rein. Da wurde ich ja irgendwie gesehen von irgendjemandem. Ne, Quatsch. Das war hier im Nachbarzimmer. Ja gut, das kann ich ja dann auch später noch plündern. Giftmahlzeit. Ach so. Die kann ich hier nur anwenden. Da hinten ist so ein Sheriff-Typ. Quatsch, so ein Typ, der wichtig ist. So, hier ist nichts.
Old Fort erweitert seine Grenzen. Die machen jetzt langsam ernst. Aber guck mal, wir haben auch schon 16,4. 13,4. Hier ist dann auch das nächste Ziel. Mal ganz kurz schauen, was der bringt, der Typ. 1000 SP. Okay. Ah, hier geht's so nach oben. Lasst mal kurz gucken. Ah, hier zum Beispiel hätten wir wahnsinnig geile Giftmahlzeit. Hier schlafen wir zum Beispiel 3 Leute. Ja, das probieren wir alles noch aus später. Da freue ich mich schon drauf. Okay, da drin ist der Typ. Hatten wir den da schon ausgeschaltet? Ich glaube schon, ne? Aha, Experimental. Dann nimm mal alles mit. So, hätten wir den auch erledigt. Ich glaube, das war auch der letzte, Leute. Sicher bin ich mir nicht. Oben ist keiner. Aber das steht ja eigentlich da, wenn wir alle haben. Nee, irgendwo ist noch einer. Den hier hatten wir, ne? Irgendwo müssen wir hier einen übersehen haben. Ich latsch jetzt hier mal ganz offen rum. Vielleicht sieht er uns ja. Und dann wissen wir, wo er ist. Da vorne ist noch einer, oder? War das der, den wir betäubt hatten? Ja, ist keiner. Hm. Wird mir irgendwas angezeigt. Ah, da oben ist noch einer, der letzte. Den kaschen wir uns jetzt. Und dann gehört das Ding uns. Dann brauchen wir es bloß noch niederbrennen. Ich werde es natürlich dann wahrscheinlich offscreen alles plündern. Heisenberg. Cool. Der hat hier Crystal Meth hergestellt. So, die blöde Knarre nehmen wir nicht. Den schüchtern wir ein. Den guten Herrn Heisenberg. Puppi zerstört. Da steht's rechts oben. Geil. Hat Spaß gemacht. Ich hätte es mir halt gewünscht, dass wir das mit der Giftmahlzeit und mit der Feuerexplosion mal sehen. Ist blöd, dass wir das hier hätten wir das wunderbar anwenden können. Ne? Das waren ja recht viele, die uns da auf den Sack auch gingen. Hier ist auch eine Küche. Geil. Cool, dann wird es heute einfach eine etwas kürzere Folge. Hier kann man noch den ganzen Kram werde ich jetzt noch offscreen. Genau, Kalapu ist überbevölkert. Was macht denn unser Bärenfell? Zeigt mir her. Bohrpelt haben wir immer noch erst 2. Machen die überhaupt was? Ich verstehe es nicht. Wie ist es hier? Die hatte ich ja auch losgeschickt. Auch nur 1. Mist. Und für die ganzen kleinen Dinger hier brauchen wir halt dieses Bohrpelt. 10 Stück sogar. Und dann kann ich nur 2 Mann mehr aufnehmen. Das reicht ja von und hinten nicht. Naja, es gibt noch einiges zu tun, Leute. Aber das sind halt alles so kleine Aufgaben. Die kann man getrost... dann halt offscreen machen. Das ist schon ein bisschen nervig. Kann ich denn in ein anderes Lager senden? Warte mal, hier sind... Das ist Ledoen. Dann schickt die mal alle dahin. Weil die sind ja hier... Sind ja gerade nur...
3 Leute da. Dann machen wir das so. Gruppe ausrüsten, genau. Senden an. Leo drin. Sende. Wer ist hier noch überbevölkert? Der hier. Die schicken wir alle jetzt dahin. Zack. Gruppe ausrüsten, senden. Wo ist hier noch was überbevölkert? Das war's, ne? Also hier rechts seht ihr alle Lager. Und jetzt sind hier überall 4 von 4, außer in Ledoin sind halt 3 von 8. Weil 5 Mann dort gerade sammeln. Und wir sollten schleunigst zusehen, dass wir die Sozialpunkte endlich bekommen. Diese 6680 brauchen wir. Naja, noch knapp 2000 Stück, das kriegen wir hin. Vielleicht mache ich offscreen noch ein bisschen hier weiter. Dann schauen wir mal, was demnächst so ansteht. Danke fürs Reingucken, liebe Leute. Ist halt heute eine etwas kürzere Folge geworden, ist aber gar nicht weiter schlimm. Wir hatten unsere Action und lernen das Spiel immer besser kennen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.